Hey Leute und willkommen endlich zum neuen Sandland Game. Das vielleicht, wir wissen es nicht, letztes Spiel von komplett Akira Toriyama. Vielleicht, wir wissen es nicht, was im Hintergrund noch so alles geplant war und schon in Arbeit ist. Trotzdem, mega geil, ich freue mich den Arsch weg. Bandai Namco, Bruder Faust geht raus, endlich wieder ein neues Game. Wir haben ja auch Kakarot schon durchgesuchtet und geliebt, alle DLCs gespielt. Xenoverse und so weiter und so weiter. Jetzt endlich mal das neue Franchise. Wer es nicht weiß, übrigens auf Disney Plus, was auch ich mir noch angucken muss, gibt es die Anime-Serie Sandland. Ne? Guckt es euch gerne an. Aber jetzt gehen wir erstmal rein ins neue Spiel. Gibt es für PlayStation, Xbox, Steam, für alle Plattformen gefüllt. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Folge 1. Oh. Add-ons erhalten. Okay. Nehme ich sehr gerne mit. Ach jo, ach du Scheiße. Okay. Warum ich die bekommen habe, keine Ahnung. Oh, normal, leicht oder schwer? Natürlich immer normal. Noch mehr? Oh Gott. Ach, weil ich die Demo gespielt habe, habe ich Schrauben und Stahl bekommen. Wie geil. Wie geil. Weil ich so brav war. Okay, Leute, ich hab Bock. Lasst es mich auch wissen, ob ihr Bock habt mit einem Daumen nach oben. Kommentar, kostenloses YouTube-Abo. Wir gehen rein, Bruder. Natürlich gucken wir uns alle Filmsachen an. Okay, wer bist du? Er hat einen Sonnenschirm? Ein Zwerg? Okay, ich kenne noch nichts von Sandland. Ein Minotau? Okay. Okay, er ist der Bewacher, der Aufpasser anscheinend. Ah, oh, oh, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto! Hey, it's here! Centaur, let's go! Wie geil, unser Auto! Lol. Lass mich raten. Ja, ich wusste es. Ich muss mich bewegen. Mach ich mir Gas geben? Ja. Oder? Nee. Wen jagen wir hier? Sieht so lustig aus. Hä? Was ist da hinter mir? Ein fucking Zentau! Demon! Step on it! Whoops! You've been spotted. Ha! They think they can shake us? Turbo Boost! Gib ihm ne Möhre! Whoa, watch it! Ist er so schnell, Alter? Good job! Let's go! Okay, don't lose him! Ja, ich versuch's doch! Ich kann nicht schneller! Ja, ja, ja. Yeah! Woo! The hell are they? Lol. Transport. Yoink. Thanks for the water. Was? That hurt. You stupid jerk. Bullets don't work on this freak of nature. Ow. Oh, now you're in for it. Der Name Beelzebub ist schon so geil. Okay, wie hau ich? Wie hau ich? Verprügel dies ab! Well, I'm pretty awesome, right? Starker Angriff. Ah. Bleib hier! Hey! Gott, er hat's gegeben. Okay. Geht's mit ihm auch? Kann ich's machen? Ich darf nichts machen. Besiege die gegnerischen Soldaten. Okay, jetzt. Ich komm hier ran. Well,
Das ist ja langsam der starke Schlag. Okay, die waren ja keine Gefahr. Ich habe ein Achievement bekommen. Ja, ich spiele auf Steam übrigens mit dem PS4-Controller. Okay, that should do it. Achso, ich muss drücken. Wer wollte doch nur Wasser, Mann? Wir nehmen nur ein bisschen, genau. Ihr könnt ja gleich weiterfahren. Wie fährt dieses Auto überhaupt, wenn hinten keine Räder sind? Oh lol, ich gehe spazier gerade mit dem Wasser rum. I say it's high time we hijack the king's entire water source for ourselves. I say you control yourself. Let the humans up their dwindling numbers first. Okay. We don't want to drive them to extinction after all. Was? Try a world without humans, I dare you. Believe me, it'd be awfully boring for demonkind. Okay. Sie wollen nicht, dass die Menschen aussterben? Okay. Vermehret euch. What is it, Prince? What are you doing? Okay. Wie gesagt, eigentlich ist er nett, aber irgendwie auch nicht, ne? Er will ja nur nicht, dass es langweilig wird. Das ist wie Son Goku irgendwie. Son Goku, der Freezer am Leben lässt oder so, damit er ihn dann nochmal besiegen kann. Ich weiß es noch nicht, ob wir innerlich nicht doch ein guter sind, ne? Ein guter Prinz. Ich weiß es noch nicht. Ich kenne Sandland leider noch nicht gut genug. Das Dämonendorf. Nice. Aber ist auch, glaube ich, besser so, wenn ich das Spiel spiele, ohne den Film zu kennen. Oder die Serie zu kennen. Oh, ich liebe das kleine Wiesel. So eine Sense. Dem einen Sonnenschirm. Why? Can't remember the last time I had water. Vielen Dank. Sehr gerne. Den kennen wir. Oh nein, wer stirbt hier? Was? I think he accidentally fell asleep in the sun again. Die Sonne eingeschlafen? Might not be too late yet. Would you please go bring him some water? Oh Gott. Sure, but where is he? Da oben? He and Polter were hanging out together up on top of that cliff. Nothing's ever easy. Oh Gott, da hoch! Ach du Scheiße. Oh, and should you come across anyone else in need of water on the way, give them some too, would you? Okay. Hey, aren't you just pushing your chores on me? Ja, gib uns eine Aufgabe. Well, I wouldn't dream of it. I am tied up with other tasks though. Huh. Fine, whatever. I'll go. Okay, wir sind der Wasserlieferant. Quest-Symbol. Wasserlieferung. Okay. Und wir sehen auch links unten ein Wassersymbol. Rechts unten ist die Map, wo meine Kamera ist. Das ist natürlich kacke. Moment. Kann ich mal kurz die Kamera verschieben? Ich schieb's mal in die Mitte. Ich schieb mich mal in die Mitte des Bildschirms. Dann müsstet ihr eigentlich alles sehen, denke ich. Okay, wir haben Charaktere, die Fähigkeiten lernen können. Sehr geil. Und oh nein, jetzt seht ihr wieder nichts. Oh, also, wir haben hier rechts. Lebenspunkte, Verteidigung, Angriffskraft. Okay, wir haben Gegenstände, die wir noch irgendwo abholen müssen, weil wir haben ja viele geschenkt bekommen. Wir haben hier die Quests. Kopfgeldjagd. Nice. Nebenquest und Hauptquest. Okay. Ich sage jetzt schon mal, das wird ein langes Let's Play. Deshalb, wie ich gesagt, schon mal gerne kostenlos abonnieren, um das nicht zu verpassen. Kann auch looten, okay. Oh, der ist süß. Und Gefallen tun? Raptorschuppen? Okay.
Aber es ist keine richtige Quest. Der braucht Wasser. Der braucht Wasser, Bruder. Ihm geht's nicht gut. That was close. I tried seeing how long I could go without water. Nearly died. Oh man. Find a new way to kill time. Oh yeah, I've learned my lesson. Here, take this. Oh, ein Dankeschön nehme ich immer sehr gerne. Zweiklassiger Stahl. Okay. Eigentlich hätte ich das Spiel auch streamen können, ne? Dann geht's auch nicht gut. Überall Wassermangel. Okay, links unten die Wasserflasche wird weniger. Wasser. Ja, wir haben Wasser geklaut. Du süßer, cooler Igel. Igel. Wiesel. Oh, ich finde den so cool. Ich finde den so cool. Maybe we should steal even more from the humans. Ja, mehr klauen. That would be a great help. Thanks. Oh, right. Take this for your trouble. Ja, yeah, wir kriegen mehr Teile, okay. Pflanzenöl erhalten. Dem scheint es gut zu gehen. Wir müssen da irgendwo hoch, ne? Oh Gott. Kann ich da hoch? Kamera ein, Kamera aus, Kamera ein, Kamera aus. Gibt es einen Doppelsprung? Es gibt einen Doppelsprung. Also es ist schon mal sehr atmosphärisch bisher, muss ich sagen. Ich finde den Anfang gut. So ein bisschen reinfühlen ins Ganze, ne? Wie sind so Dämonen? Sind quasi auch nur Lebewesen? Man soll es ein bisschen lieb haben vielleicht. Ach du Scheiße! Guckt euch an! Er ist weggeschmolzen! Er kippt mir einfach Wasser drauf! Probably, yeah. Halber Liter Wasser drauf und nice. I'm alive again. Ist sehr süß. Schleimi. Ich liebe Schleimi. Oh Gott. Leute, guckt euch an. Guckt euch Schleimi an. Oh, wie er blinzelt. Oh, ist der geil. Ich liebe Schleimi. Schreie dir rum! Oh mein Gott, ich liebe Schleimi. Ich will ihn haben. Ich adoptiere ihn. Thanks, Prince. Er ist so süß. Stop falling asleep in the sun, would ya? Ja, nicht bei der Sonne einschlafen, Alter. Oh, no kidding. Today is a real scorcher. Also wir kümmern uns wirklich um die Dämonen, weil wir der Prinz sind. Gibt's da also keinen König mehr? Hm. Gute Frage. Gute Frage. Warum? Things have been like this for around 50 years now. Ever since man's foolishness and a succession of natural disasters caused this once small desert to expand farther and farther until it had swallowed up pretty much the entire world. The few humans who somehow managed to survive. Well, they just kept on waging their pointless wars. Idioten kriegen, kannst du laut sagen. Ach du Scheiße. Ich muss jetzt den Panzer fahren. Das ist cool. Okay, es gibt verschiedene Waffen, okay. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Ach du Scheiße. Ich hab drauf geschossen.
And so, humanity's inane belligerence resulted in the worst possible outcome for the entire planet. Weil Menschen einfach dumm sind. Punkt. Aber wo kamen die Dämonen her? Frag ich mich. Bitte keine Spoiler in die Kommentare. Dankeschön, ich will die Serie noch angucken. Demons belong in gloomy darkness. So, what are we doing out here under the blazing sun? They call this scorching, desolate desert Sandland. Ah, ich liebe Akira Toriyama jetzt schon für das Spiel. Dankeschön! Also, es ist so, ich kann es nicht beschreiben. Es fühlt sich echt gut an bisher. Ich bin so richtig drin schon in der Story. Vor allem mit Schleimi. The chance encounter is about to change this dying wasteland forever. Ah, ne Bulma, oder was? Das passt mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Ja, mit dem Motorrad. Sieht doch ähnlich aus, das Motorrad, wie vom Bulma. Aber es ist bisher alles so fließend und übergreifend und gut gemacht. Ohne herumzufanboyen. Das Spiel an sich fühlt sich bisher echt gut an. Ein Golfauto? Das liebe ich ja. Der Sheriff, ah. Das Auto ist cool. That's right, I'm a human. I come from a neighboring town. I'm Sheriff Rao. I'm here today because I want to ask for you demons' help. Was? Now, is one of your leaders willing to listen to what I have to say? Yeah. Wie cool, einfach runterjumpen. Yeah. Das war geil. Sheriff, you've got guts showing your face around here. So, are you the demon's leader? Der Prinz. The great King Lucifer is our leader. Ah. But he'd never meet with you himself. Okay, okay, es gibt das doch noch den König. Okay. I'm the Fiend Prince Beelzebub. State your business. Well then, I'll get straight to the point. I'd like your assistance with my mission, searching for the legendary spring. Legendary? Explain. I have reason to believe that it exists somewhere here in this desert. A spring? In this freaking desert? You must have sunstroke or something. What makes you think that? Do you know a bird called the water finch? Mm-hmm. This bird feeds on small freshwater fish and during its mating season flies north to lay eggs among the rocky cliffs there. That's so, thief? Macht Sinn dann, ne? It does sound familiar. But how exactly is this relevant? Der weiß dann, was er gibt? Because I saw a water finch flying north yesterday. This means there must be a spring with small fish to sustain these birds. Ja. Somewhere in this desert, to the south of our current location. Macht Sinn. But the desert to the south of here is dangerous and wild. Okay, let's go, wir gehen rein. I doubt a lone human can make it even so far as halfway across. That's why I'm here. I would like for a powerful demon to accompany me on my journey. Let's say we somehow manage to find this spring. Do you really think that humans and demons could share its water between them? Hmm. Of course.
If you like, you're even free to live there yourselves, as thanks for your help. All we ask is to be allowed to take what water we need to get by. So tell me, is all this your idea? Or are you here on behalf of the king? It's my plan alone. As if that greedy tyrant cares for anyone other than himself. We must find this spring by ourselves for the people. Hä, die Könige immer, ne? Doesn't sound like a bad deal. But we've been doing fine stealing water for ourselves. How about it? Working with a human? It served that selfish king right to have his stash stolen. Sounds a bit too dangerous, don't you think? Please accept this as a token of goodwill. Eine Spielekonsole, wie geil, Alter! One of the few game consoles to have survived these chaotic times. Oh mein Gott, ich nehm sie! Ich nehm sie! So cool! And with games too! Oh mein Gott! Hold on! I'll ask my dad for permission! Das Angebot war halt unschlagbar. Sehen jetzt echt Lucifer? Ich hab Bock, ihn zu sehen. Ich hab Bock. Sehen wir jetzt echt Lucifer? Und kann ich jetzt was verpassen? Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest nichts. Erstmal keine Kisten rumliegen oder sonstiges. Da drüben ist noch ein Weg. Da liegt aber auch nichts. In Rollenspielen ja üblich, dass man falsche Wege geht. Ach, lol. Der sieht einfach 1:1 aus wie Demigra. Lol. Yes, I heard. Einfach Demigra, Bruder. Adil, von Dragon Ball. That human's plan will benefit us as well. And he seems trustworthy enough. Demigra, Alter. And it gives you a chance to sharpen your skills. Yes, sir. That said, once you return, you're only allowed to use that console for 1 hour. Nur eine Stunde am Tag? Oh Gott. Be sure to only play in a bright room and don't Oh, wie geil. Fair's fair. Im hellen Spiel, nicht so nah am Bildschirm. Lol. Yeah! Er hat ja gesagt, Bruder. Wir dürfen gehen. We're going in this. How many passengers can fit? With luggage, looking at 2 at most. Was? Then, and... Der alte Mann. Der alte Mann. Chief, I guess. Why me? Erfahrung. You know all kinds of stuff, and you're good at stealing. Prince, I just thought of something. Wouldn't it be easier to have someone who can fly carry you there? Nee, wir nehmen dich mit. Complaining and get your butt in here right now. Hey, let's move. Prince, stay on your toes. Back. Souvenirs for us. Let's go. Woo! Das fühlt sich gerade echt nach einer Reise an, ne? Es fühlt sich gerade so, als wenn wir zu einer Reise aufbrechen. First, let's head south. That's the direction the water finch came from. Hey, old man. How long do you think this is gonna take? Call me Rao, please. Rao. And well, probably quite some time. Hey, let me take the wheel for a bit. Leave the human machines to their makers, Prince. Sure, take it for a spin. For real? Wir fahren den Graben. Ich werde so einen Graben fahren. Es gibt Nitro! Es gibt Nitro! Autopilot. Oh Gott, ich muss das erstmal merken, ne?
Schnell reisen. Ah. First time driving. Let's start by going straight. That's okay. Right. Just follow the road south. Okay, okay. Oh well, not bad. Okay, ganz ruhig, okay, ganz ruhig. You can boost to speed up. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Oh Gott! Gefühlt unsteuerbar! Oh Gott! Oh Gott! Mit Boost ist das ziemlich krass, Alter! Hab bissl Schiss! Hab bissl Schiss! Oh Gott! Fährt sich aber irgendwie geil! Oh Gott, die Wüste wird so riesig, ne? Was ist das? Well, I'm not excited. Ich steig aus. No, sir. Not even a little. Pflanzenöl. Okay. Okay, okay, okay. Your gear every now and then. You never know when something you've picked up might come in handy. Okay, okay, also wir kriegen ordentlich Teile. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie genau, was wir damit machen, ne? Wahrscheinlich kann man das Auto upgraden oder so. Könnt ihr mir gut vorstellen, ne? Gibt's da noch was? Hm. Ne. Hm. Da kommt Dino! Oh nein! Wir haben doch keine Waffen! Wir haben keine Waffen, oder? Ich hau ab! Schnell, Nitro, weg damit! Sind überhitzt, aber alles gut. Okay, okay, okay. Also man kann auch diese Höhlen looten. Und da ist schon wieder Zeug. Oh, scheiße. Ich kann es auch nicht liegen lassen! Jetzt verhau ich da mal so ein Skorpion. Droppt er was? Jo, der droppt auch was. Ah, und Erfahrungspunkte auch, stimmt. Stimmt. Ich kriege auch Erfahrungspunkte. 11 ja auch. Hm. Das war ja auch noch. Will ich da rüber? Ah! Was? Those holes. That's not good. Uh-oh. Fa, 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 fa. Oh mein Gott, sind die cool. Ein Drache. Oh Gott. Nicht dein Ernst, oh, nicht dein Ernst. Jagt am Auto hinterher, vergräbt sich in der tiefen Erde. Weiche aus mit links und rechts. Okay. Oh Gott. Ist er ausweichen? Ich sehe ihn nicht mal. Ich weiß nicht, wie ich ausweichen soll. Oh Gott. Sehr gut, ausgewichen, ausgewichen. Der Drache ist so cool. Ich will ihn reiten. Ich will ihn reiten, Mann. Ich will ihn reiten! Scheiße, geil! Not good. Step on it. We might just make it. Ich bin doch ausgewählt. Okay, 500 Meter noch. Was? Der war rechts? Und da ist Leute an der Tür. Ich kann nicht an die Tür, Bruder. Leck mich. Ich kann nicht. Fahr gerade Auto. Hä? Wie soll ich denn ausweichen? Hä? Es geht nämlich nicht immer, ne? Oh, geschafft. Das tat weh.
Das tat weh. Gott, habe ich jetzt schwitzige Hände, Alter. Bruder. Ist euch was aufgefallen? Ist euch bisher irgendwas aufgefallen? Speziell. Kein Ladebildschirm. We just barely escaped. That was nothing. We're barely outside the village and we've lost all our food and water. Oh nein. Kein Wasser und Essen. Oh nein. Oh nein. Shit, Bruder. Aber ja, immer so viele Gegenstände, ne? Keiner weiß, was wir genau machen können. Irgendwie die Fahrzeuge einbauen vielleicht, ne? Huh. Uns steigern kann ich auch noch nicht. Ne. Uns fehlen noch sehr viele EP. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, es war ein krasser Ritt bisher. Und ich denke, das reicht doch erstmal für die erste Folge. Denn ich bin einfach überrascht bisher vom Spiel. Sehr überzeugt vom Spiel. Und ich habe Bock weiter zu spielen. Kein nerviger Ladebildschirm bisher. Alles läuft flüssig durch. Die Story fließt. Alles. Es ist wie ein Film. Ich will gar nicht aufhören zu spielen. Und deshalb gibt es natürlich alle weiteren Folgen hier auf meinem Kanal. Gerne schon mal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Wie gesagt, mal kurz den Ton aus. Gerne mal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ne? Däumchen nach oben, kommentieren. Bisher für mich einfach nur ein hammergeiles Spiel. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich bin komplett begeistert. Eure Meinung in die Kommentare. Bruder, Schwester, Fatsch, danke fürs Zugucken, danke für jedes Kanalmitglied und so weiter und so weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal im Sandland und ciao.